Staatspreis Erwachsenenbildung 2017. Nominiert als Erwachsenenbildnerin des Jahres Ute Paulweber. Seit 1985 ist die Geschäftsführerin des katholischen Bildungswerkes Steiermark, Ute Paulweber, schon in der Erwachsenenbildung tätig. Die vielfältigen Bildungsangebote von Eltern- und Seniorenbildung über Asyl- und Integrationsthemen bis generations- und kulturübergreifende Bildung spiegeln ihr humanitäres Engagement für Chancengleichheit und gesellschaftliche Solidarität wider. Beispielhaft für ihre Arbeit sind die in vielen Sprachen abgehaltenen Treffpunkt-Eltern-Gesprächsrunden oder auch die Argumentationstrainings zur Förderung des Verständnisses von gesellschaftspolitischen Zusammenhängen und zur Schärfung eines kritischen Bewusstseins hinsichtlich rassistischer, sexistischer und religionsfeindlicher Inhalte. Mit dem Projekt Begegnung zwischen Ängsten und Chancen versucht sie, Menschen aus verschiedenen Kulturen einen Weg zu zeigen, einander in wertschätzender Haltung zu begegnen. Menschen in ihrer Diversität ernst zu nehmen und Lernen in allen Lebensphasen mit Hilfe innovativer Lernformate zu ermöglichen, stehen im Zentrum des Bildungsverständnisses von Ute Paulweber.